und Monaten. Wir haben als CDU in Baden-Württemberg gekämpft. Wir haben mit Leidenschaft gekämpft. 70 Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Wahlkreisen haben alles gegeben, um für eine bessere Politik für Baden-Württemberg zu werben. Natürlich kann uns dieses Wahlergebnis nicht zufriedenstellen. Das ist ein Ergebnis, das die CDU in Baden-Württemberg in dieser Form bislang nicht kannte. Und das ist ein Ergebnis, das uns natürlich veranlasst, schon mit dem heutigen Tage alles dafür zu tun, dass wir als Union in Baden-Württemberg auch wieder stärker werden. Wir haben nicht nur im Wahlkampf... Wir haben nicht nur im Wahlkampf plakatiert, dass wir Lust auf Zukunft haben. Das bleibt unser Motto, gerade auch in den nächsten Tagen und Wochen. Denn eines hat diese Landtagswahl auch gezeigt. Wir haben Wahlkampf geführt in einer historisch schwierigen, ja der schwierigsten Zeit, in der es Wahlkämpfe überhaupt zu führen galt. Das zeigt auch der Blick nach Rheinland-Pfalz, das zeigt der Blick nach Sachsen-Anhalt. Und deshalb ist es schon bemerkenswert, liebe Freundinnen und Freunde, und das wollen wir am heutigen Tage nicht ausblenden. Grün-Rot hat keine Mehrheit mehr. Grün-Rot ist abgewählt in Baden-Württemberg. Und jetzt gilt es, Verantwortung zu übernehmen. In dieser historisch schwierigen Situation gilt es, Verantwortung zu übernehmen für unser Land. Und deshalb werden wir als Union in Baden-Württemberg mit allen Parteien im Landtag von Baden-Württemberg, mit Ausnahme der AfD, sprechen, wie wir uns eine künftige Regierungskonstellation vorstellen können. Es bleibt dabei. Die CDU hat die Absicht, in Baden-Württemberg wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das Wahlergebnis bietet die Möglichkeit für die Union, in Baden-Württemberg wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und darüber werden wir mit allen politischen Parteien des Landtags reden, meine Damen und Herren.